In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Kühlflüssigkeit wechseln könnt. Links neben dem Tacho macht ihr den Wartungsdeckel ab. Wenn ihr den Deckel entfernt habt, schraubt ihr den Kühlbehälterdeckel ab. Wenn ihr die Originalschellen noch dran habt, dann macht ihr die mit dem Seitenschneider oder mit dem Schraubenzieher vorsichtig auf und macht die runter. Denkt dran, ihr braucht eine neue Schelle, 20 bis 32 mm zum Schrauben oder die zum Quetschen, wie ich sie habe, 316, also 31,5 mm. Nun zieht ihr den unteren Kühlerschlauch ab. Wenn er nicht abgeht, weil er meistens festgebacken ist, vorsichtig mit dem kleinen Schraubenzieher reinstecken, aber den Schlauch nicht beschädigen. Den Schraubenzieher vorsichtig um den Schlauch nach innen, also um den Schlauch herumziehen, damit er sich löst. Anschließend zieht ihr den Schlauch ab und dann ist es unkontrolliert, wie das Wasser läuft. Wenn der Schlauch dann abgedröpselt ist, dass die Reste raus sind, könnt ihr dann den Motor, wie in meinem Fall, habe ich es euch mal gezeigt, starten, ein paar Sekunden laufen lassen. Da passiert nichts, weil der Motor so schnell nicht heiß wird. Das, was da dampfen tut, ist, weil sie dann Trümmer geworden ist. So, jetzt sind die ganzen Reste raus. Jetzt habe ich die neue Schelle dran gemacht und den Schlauch wieder oben drüber gestülpt. Das war ein bisschen Fummel, weil der Schlauch ist ja relativ steif und bis ich den über den Stützen wieder hatte, hat ein bisschen gedauert. Jetzt wird die Schelle wieder festgezogen, also festgequetscht, festgezogen kann man nicht sagen. Das wäre bei der Schraubschelle dann. Und dann ist die Sache hier unten erledigt. Nun müsst ihr den Deckel, wo die Zündkerzen auch versteckt sind, links abschrauben. Da ist das Entlüftungsventil dahinter. Hier mit dem Schraubenzieher gezeigt, das ist das Entlüftungsventil. Ihr zieht jetzt die Schutzkappe ab und schraubt das Entlüftungsventil schon mal auf. Das sind 8 mm. Was ihr braucht, ist noch ein Stück Schlauch, also Klarsichtschlauch in dem Fall. Den könnt ihr schon mal dran stecken. Jetzt tut ihr oben die Kühlflüssigkeit schon mal reinschütten. Ich habe jetzt erstmal 1 Liter reingeschüttet. Und nachdem das drin war, hat man unten schon gesehen, dass es am Entlüftungsschlauch schon rausgelaufen. Also leicht, es fließt ja nicht großartig, aber zumindest geht schon mal die erste Luft raus. Wie man hier sehen kann, kommen schon die ersten Luftblasen mit raus. Das ist das, was ich gemeint habe, dass es erstmal reinschüttet und dann kommt die erste Luft mit raus. Nun könnt ihr das Ventil zumachen, schaut nach dem Kühlerflüssigkeitsstand, dass er so, sag ich mal, fast voll ist in dem Sinne, weil es wird so oder so weniger. Und dann schaut, wie ich das gemacht habe, mit leicht erhöhter Drehzahl, mal kurz laufen lassen, also wir reden davon 2-3 Minuten, ich habe das hier gekürzt, dass die Temperatur bis hier hochgegangen ist und dann anschließend nochmal entlüften.
Ihr macht eine Sichtprüfung, ob der Wasserschlauch, den ihr abgezogen hattet, auch dicht ist. Anschließend geht ihr hin und tut nochmal entlüften. Der Motor kann dabei erstmal aus sein. Steckt den Schlauch drauf, das Wasser wird heiß sein. Dreht das Ventil auf. Ich hatte es jetzt nur locker, deshalb konnte ich es mit dem Finger aufdrehen. Und dann seht ihr schon, dass da eigentlich fast keine Luft mehr kommt und die Temperatur im normalen Bereich ist. Und lässt den Motor dann richtig warm laufen danach. Wenn keine Luft kommt, schraubt er natürlich das Entlüftungsventil zu und lässt natürlich den Motor natürlich nicht laufen mit Entlüftungsventil offen. Wenn ihr fertig seid, vergesst nicht das Ventil zuzumachen, handfest. Das hat glaube ich nur 7 Newtonmeter. So, jetzt kam ich zurück von der kurzen Probefahrt. Den Deckel könnt ihr vorsichtig aufmachen, weil das Wasser ist noch heiß. Und wenn es natürlich gurgelt oder sonst was, völlig normal. So muss das dann sein, dass die Luft noch entweichen kann. Nun lässt ihr den Motor abkühlen und das Kühlwasser natürlich auch. Checkt den Füllstand auf den richtigen Level. Bei diesem ganzen Ablauf darf dieser Lüfter vom Kühler nicht laufen. Sonst ist Luft im System. Ich mache das nicht zum ersten Mal, hatte auch bis jetzt nie ein Problem gehabt, aber natürlich ist jeder MP3 anders. Bei mir funktioniert das bis jetzt immer tadellos, das Ganze. Ich würde den Kühlstand auch am nächsten Tag nochmal prüfen. Das ist halt so, ich bin da sehr vorsichtig mit sowas mit Kühler, weil ich da gebrandmarkt bin und schon mal eine kaputte Kopfdichtung hatte in meinen jungen Jahren. Und seitdem gucke ich da mal ganz genau nach, dass die Luft auch definitiv draußen ist. Was ich ganz vergessen zu erwähnen habe, den Kühlerdeckel, den habe ich abgelassen während der ganzen Prozedur. Bis zum Schluss quasi dann, bis er abgekühlt war und dann habe ich ihn erst aufgeschraubt. Nun macht er noch den Deckel drauf, den Wartungsdeckel quasi, wie man das Ding auch mal nennen will. Schraubt den drauf oder lässt ihn halt ab, dass ihr am nächsten Tag noch prüfen könnt, aber ansonsten ist der Ablauf fertig. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich versuche ja immer zu helfen, wenn es geht. Alles weiß ich halt auch nicht. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist den Wartungsklappendeckel an der Seite von den Zündkerzen bzw. Entlüftungsventil draufschrauben und dann seid ihr im Prinzip eigentlich auch fertig. Meine Empfehlung, am nächsten Tag nochmal den Kühlstand kontrollieren, ob der auch stimmt. Als kleine Ergänzung noch, das Thermostat muss natürlich offen sein. Das heißt, der Motor muss warm sein. Wenn der Motor, sage ich mal, eine halbe Stunde im Stand läuft, dann kann natürlich auch der Lüfter angehen. Aber bis das Thermostat aufgeht, bis die Temperatur in der Mitte steht, darf der Lüfter nicht laufen. So, als kleiner Tipp, der 8 mm Schlüssel, um die Entlüftungsnippel zu lösen, also auf und zu schrauben, macht eine Schnur dran oder ein Draht oder sonst was, mir ist das Ding reingefallen. Da konnte ich unten noch die Verkleidung abschrauben, nur so als Tipp.